Herzlich willkommen zu V-Talk, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Bereit für High Performance im Vertrieb? In diesem Podcast liefern wir dir den ultimativen Kick für deinen Vertriebserfolg. Kein Blabla, sondern Power Talks zur Vertriebsführung. Hier erfährst du, wie du Deals rockst, Kunden begeisterst und deine Vertriebsmannschaft auf Hochtouren bringst. Heinz-Georg Geißler und Ann-Kathrin de Moy sprechen mit Menschen, die vordenken, inspirieren und ihre Learnings mit euch teilen. Viel Spaß beim Wachstum! Wir sind hier heute irgendwie außerhalb unserer Komfortzone, was die Aufnahme betrifft, Björn. Deswegen, wir sind eigentlich eher so um 16 Uhr, deswegen ist Schorsch auch heute so ein bisschen durcheinander. Hört ihr davon? Genau. Aber auch außerhalb meiner Komfortzone. Ja, aber der einzige mögliche Slot tatsächlich, den wir gefunden haben, weil ich dich ja direkt auf eine Art des Circus verhaftet habe und gesagt habe, lass uns direkt einen Termin machen für die Podcast-Aufnahme, weil Schorsch nämlich, für dich zur Info, der Björn ist schon ein bisschen länger bei uns auch Mitglied im Bundesverband der Vertriebsmanager. Wir sind auch schon schon ein bisschen länger auch auf LinkedIn vernetzt, haben uns aber noch nie persönlich gesehen gehabt. Und als ich gecheckt habe, dass Björn auch auf dem Artist ist, habe ich ihn nicht nur, nachdem er sich bei mir gemeldet hat, gesagt, lass uns doch mal persönlich treffen, habe ich den armen Kerl direkt für meinen Workshop verhaftet. Oh. Zum Thema Vertriebsmanagement der Zukunft, beziehungsweise die Zukunft im Vertriebsmanagement, genau, junge Menschen zu begeistern, die Karriere da in dem Fall einzuschlagen. Und er hat sofort zugesagt. Also dachte ich, okay, dann können wir ihn auch direkt für solche Sachen fragen. Wie war der Workshop? Warte. Herzlich willkommen, Björn, genau. Schön, dass du da bist. Dankeschön, dass ich da sein darf. Spontanität ist mein zweiter Vorname. Mhm. Ja, okay, jetzt versuche ich es nochmal, jetzt passt die Frage besser. Genau. Wie war denn der Workshop für dich, Björn? Ich fand ihn extrem spannend, weil jetzt bin ich ja nicht der junge Mensch, der Führung übernimmt und ins Vertriebsmanagement geht, aber ich sehe das als wirklich einen ganz wichtigen Punkt an, weil ich glaube, dass da noch so ganz viele Unwägbarkeiten mit dabei sind zum Beispiel. Also ganz viele werden einfach auch in Führung reingeworfen, ohne dass sie es lernen, ohne dass sie darauf vorbereitet werden. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Zweitens glaube ich aber, dass ganz viele sich auch genau deshalb nicht trauen, das zu tun, weil sie nicht wissen, wie sie mit diesen ganzen Themen umgehen sollen. Und deshalb finde ich das Thema einfach super wichtig, weil jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, ich habe noch, ich glaube, knappe 15 Jahre, dann ist bei mir der Zeitpunkt erreicht, wo ich aufhören darf zu arbeiten. Juchheiser und Juche, genau. Da gibt es aber Menschen, die sind irgendwie am Anfang ihrer Karriere, sind im Sales, sind da vielleicht auch irgendwie nur reingerutscht und haben noch so gar keine Perspektive. Und ich glaube, dass es aber durchaus da sehr viele gibt, die sehr viel Talent haben und sehr viel Potenzial, Führung machen zu können und ins Management mitzuwechseln und Aufgaben dahingehend zu übernehmen und nicht nur den Abschluss und den dicken Deal zu machen, sondern wirklich auch Verantwortung übernehmen. Und deshalb fand ich das Thema super spannend und super wichtig. Und Workshop war meiner Meinung nach total gut und wichtig und für mich auch einer der wichtigsten auf dem ganzen Circus, weil es ist so ein Thema, was immer so am Rande stattfindet. Jetzt können wir die Folge auch beenden. Geht ja runter wie Öl. Ja, ich war auch super dankbar tatsächlich, dass ich mit Björn und auch Olympia war auch mit dabei, nochmal andere Perspektiven auch auf das Thema bringen konnte. Ne? Weil mein Weg ist ja nicht der Weg, der vielleicht für andere der richtige ist. Ne? Dass man einfach mehr Menschen da hat auch sprechen lassen können. Und also es ist einfach, die Resonanz war ja auch krass, ne? Also auch im Nachhinein die Gespräche. Und das Erstaunliche ist ja, dass wir alle da so reingerutscht sind. Das ist ja die wirkliche Wahrheit, ne? Also das weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen mal eine Umfrage machen. Wer wirklich bewusst in der Schule gesagt hat, wenn ich groß bin, möchte ich Vertriebsmanager oder Vertriebsmanagerin werden. Glaub nicht viele. Okay. Aber vielleicht in Zukunft. Ja. Das wäre schon cool. Ja, es wird besser. Aber Björn, wir sind ja beides Best Ager, habe ich gelernt von Katrin Großmann in einer Folge. Und das heißt, Best Ager, naja, also 15 Jahre hast du gesagt, glaube ich, oder 14 noch. Wenn ich zurückdenke, wie langsam die Zeit verschritten ist in der Veränderung und wie schnell sie gerade jetzt tickt, die Veränderungsgeschwindigkeit und was in Zukunft noch kommt, kann ich dir sagen, unsere beide 14 Jahre, vielleicht sind es bei mir ein, zwei weniger,
die werden gefühlt sein wie die letzten 30 oder 50. Das ja. wird, also wir sind noch weit weg von jedem Gedanken an Rente oder so, kann ich dir erzählen. Aber trotzdem haben wir schon viel erlebt. Deshalb die Frage, wir sind ja beide nun auch erfahren im Management, denke ich, im Vertrieb. Wie war es denn bei dir? Wie bist du denn reingerutscht und wie hast du denn das ganze Toolset dir angeeignet? Also ich habe vor 30 Jahren angefangen mit Sales, habe ganz klassisch angefangen, ich hole mal ein bisschen länger aus, mit Weinverkaufen am Telefon. Das war meine erste Station. Wir haben damals die gelben Seiten rauf und runter telefoniert, kalt, und haben alles angerufen, wo ein Dippel, irgendein Doktor oder ein Architekt, irgendwas, also was nach Geld klang, haben wir angerufen und haben den Leuten Wein am Telefon kalt verkauft. Die Flasche 50 Mark, 12er Holzkiste war unser Erstauftrag, also 600 Mark. Wirklich kalt aus den gelben Seiten. Das muss man mal machen, das muss man auch wollen und da muss man Lust drauf haben. Das hat bei mir zumindest dafür gesorgt, dass ich die Lust auf Kaltakquise nie verloren habe. Was übrigens was ist, was heute gerade, wenn man mal so ein bisschen schaut, wieder ein sehr aktuelles Thema ist, weil die meisten merken, dass sie mit all dem, was es so an Marketingmöglichkeiten gibt, doch irgendwann mal an Grenzen kommen und es sich empfiehlt, das Telefon wieder in die Hand zu nehmen. Und ich habe dann in den 30 Jahren, glaube ich, alles verkauft, was man verkaufen kann, auch vieles, was man gar nicht verkaufen kann, trotzdem verkauft. War lange selbstständig, Versicherungen und Immobilien und bin vor ein paar Jahren so in diese Hardware-Software-Schiene reingeschlittert eigentlich. Und habe dann vor ein paar Jahren, hat sich hier bei uns in meinem Heimatort Hilden ein Startup gegründet. Ich glaube, das ist das einzige Startup, was es hier bisher gab. Die haben eine Kommunikations-App gemacht. Und da habe ich gedacht, oh, das ist cool, da habe ich Lust drauf. So, und die suchten Vertriebsmitarbeiter und ich war Mann Nummer 1. Und als Mann Nummer 1 bist du dann automatisch Head of Sales. Also ich war Head von mir selber. Und so bin ich im Grunde genommen in dieses ganze Thema reingerutscht und habe dann da angefangen, Vertrieb aufzubauen. Habe mich ausprobiert. Habe dann irgendwann einen Kollegen dazu gewonnen und so ist das im Grunde genommen gestartet. Auch völlig unbeleckt. Was mich, glaube ich, am meisten interessiert daran ist, ich bin jemand, der Bock auf Menschen hat. Also ich mag Menschen und ich mag es, mit Menschen zu arbeiten und ich mag es, Menschen in irgendeiner Form was weiterzugeben und mich weiterzuentwickeln. Ich habe natürlich in 30 Jahren, du wirst es ähnlich mir wahrscheinlich bestätigen, jede Menge an Führungskräften auch schon miterlebt. Ganz viele sehr gute, aber auch durchaus welche, wenn ich jetzt sehr schlechte mag, meine ich damit vom Führungsstil, von der Art wie und so weiter. Das ist eigentlich vielleicht, das, vielleicht noch ein paar mehr, ne? Ja, genau, muss man auch ehrlicherweise sagen. Also es waren leider deutlich mehr nicht so gute als gute. Und ich habe mir immer so ein bisschen so überall versucht, mir meinen Weg so rauszuziehen. Das ist aber für mich immer gekoppelt gewesen an auch eine persönliche Entwicklung. Also all das, was ich so von anderen mir angeeignet habe und mitgenommen habe, es hat auch viel mit mir und meiner eigenen Entwicklung zu tun. Und als ich da angefangen habe, war ich so an diesem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt bin ich auch in dem Alter tatsächlich, wo ich mir das erst zugetraut habe. Und das ist jetzt 4 Jahre her und ich hätte das früher nie gemacht, im Leben nicht, weil ich mir selber auch, also wenn ich mir mich angucke mit Mitte 30 zum Beispiel, hätte ich gesagt, um Gottes Willen, den hättest du nicht auf Menschen loslassen können als Führungsperson. So, erklär mal warum, weil ist es das Alter gewesen oder sind es Skills, die du gelernt hast? Oder? Es ist eine Mischung aus beiden gewesen. Das sind zum einen Skills, es ist zum anderen ganz viel persönliche Entwicklung gewesen, also ne, ich selber und meine Geschichte. Es ist ein Stück weit, aber auch durchaus eine Altersgeschichte, weil es ist Erfahrung, es ist Lebenserfahrung, die ich durchaus glaube, die immer ein wichtiger Faktor mit ist. Das heißt nicht, dass man nicht auch mit Mitte 30 das schon kann. Ich konnte es noch nicht, muss man ganz klar sagen. Also für mich war einfach dieser Zeitpunkt noch gar nicht da und auch nicht vorstellbar. Und da bist du schon sehr selbstreflektiert. Ne? Ich gehe deswegen da rein, weil ich bin jetzt Mitte 30 und ich war schon vor 10 Jahren der festen Überzeugung davon, dass ich die perfekte Head of Sales bin. So. Das, was mich da am allermeisten genervt hat, war halt tatsächlich immer diese Aussage, du bist noch nicht alt genug. Also das war das einzige Argument an der Stelle, was man mir entgegengebracht hat. Und das triggert bei mir so viel. Verstehe ich voll und ganz. Ja, bin ich dabei, kann ich voll und ganz nachvollziehen, sehe ich in diesem Fall auch komplett anders. Ich war damals definitiv noch nicht alt genug. Was für mich gilt nicht für alle anderen, muss man auch ganz klar sagen. Also wie gesagt, ich sehe das schon tatsächlich sehr reflektiert. Was ich aber trotzdem glaube, ist, dass wenn du Menschen führen sollst und musst, was ja, wenn du Führungsperson bist,
dann ist ein Stück weit Lebenserfahrung durchaus gar nicht schlecht. Hilfreich bestimmt. Genau. Voll. Und ich sage ja auch, also ich bin froh und dankbar für mich, dass ich so mutig war und nicht mich da so einkesseln habe und aufgegeben habe. Aber wenn ich wirklich, also selbstkritisch darauf gucke, wie ich geführt habe, ich hatte ja keine Ahnung, ne? Also, und ich habe so viel verkehrt gemacht und ich habe auch, glaube ich, so viel verbrannte Erde hinterlassen. Bin auch zeitweise unter die Kategorie schlechte Führungskraft gefallen, weil ich war auch die beste Vertrieblerin, die dann, ne, einfach karrieretechnisch weiter wollte. Das, was ich mir halt selber zum Vorwurf machen kann und aber auch meinen Führungskräften, die ja dann trotzdem noch da waren, ist, dass man mich nicht vernünftig mit Tools ausgestattet hat. Also ich wurde nicht an die Hand genommen. Also man hat dann gesagt, ja, um Gottes Namen, damit du, also ja, also ich habe die Chancen bekommen, ich habe lange genug dafür gekämpft und auch gesagt, ich will da unbedingt hin. Ja, und dann war ich halt da und dann hat man mich machen lassen und ich war zu der Zeit halt an dem Punkt, wo ich dachte, ich schaffe das, ich beweise das jetzt der Welt. Genau, und ich will halt trotzdem ermutigen, ich finde aber auch die Verantwortung von uns, deswegen war mir der Workshop so wichtig, sie dafür zu sensibilisieren, man wird nicht als Führungskraft geboren, da muss man hart an sich arbeiten, das ist eine ständige Weiterbildung und Weiterentwicklung. Ja. Genau, deswegen bohre ich da so an dieser Stelle des Alters so rum. Ja, ich kann dir da definitiv nur zustimmen. Ich glaube, es steht und fällt damit, wie wirst du gefördert und gefordert? Das ist der ganz entscheidende Punkt. Wie klar bist du dir selber in deiner Entscheidung, dass du dahin willst? Also schmeißt dich da jemand rein oder nicht? Oder hast du schon sehr klar, so wie du es kommuniziert hast, das Ziel, ich will dahin? Das wusste ich schon sehr früh, war bei mir zum Beispiel damals gar nicht der Fall. Deshalb kam es für mich einfach auch so rückwirkend zum Glück gar nicht in Frage. Ich war aber auch jemand, der immer Führungskräften gesagt hat, wenn sie nicht gut waren. Also ich habe denen immer den Spiegel vorgehalten. Ich habe daraus nie für mich den Schluss gezogen, ja, dann mach's doch besser. weil mir auch genau dieses Thema fehlte einfach. Also ich habe immer gedacht so, ja, aber ich habe null Erfahrung damit. Ich krieg hier sowieso keine Tools oder sonst irgendwas an die Hand gestellt dafür, sondern ich werde mir das alles wieder mal selber in irgendeiner Form erarbeiten müssen, so wie die Führungskraft, die es jetzt ist, wahrscheinlich auch. Und im Endeffekt wäre ich eine ähnliche Führungskraft geworden. Und ich glaube, das ist was gewesen, was mir immer die Bremse innerlich hat oder mich immer die Bremse treten lassen, das zu tun. Deshalb kann ich das nur unterstützen, ja. Wenn ich mal reflektiere, wie das bei mir war, dann gab es Themen, also ich glaube, ohne das Thema jetzt dich selbst zu enablen und dir gewisse Sachen selbst auch wirklich zu verordnen oder auch drum zu bitten, dass du das machen darfst und den Lehrgang vielleicht und das Tool mal ausprobieren darfst, wird es nicht gehen, auf keinen Fall. Also das muss in irgendeiner Form da sein, der intrinsische Antrieb in dir selbst. Ja. Aber es gab immer wieder Punkte, wo ich dank meiner verschiedenen meist guten Führungskräfte, würde ich sagen, weil wenn die nicht gut waren, die direkten, dann habe ich Reis ausgenommen, ja, das kann ich gar nicht aushalten, aber dass die mir dann auch mich aufmerksam gemacht haben auf ein Thema, ja, zum Beispiel, wo ich mich sehr gut erinnern kann, als ich dann das erste Mal in der Geschäftsleitung Mitglied war, ne, da war ich dann erfahrene Führungskraft im Vertrieb, habe das recht gut, denke ich mal, schon hingekriegt, alle Sachen im Vertrieb. So, und dann sagt mir mein Boss nach so 2-3 Sitzungen, du musst mal auf ein Seminar Unternehmensführung. Ich sage, Unternehmensführung, soll ich deinen Job machen oder wie? Nee, so war es nicht gemeint. Aber du musst auf Augenhöhe mitsprechen können mit deinen Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsleitung. Also ich sag mal Finance, HR, Technik. Und also deren Handwerkszeug anfangen zu also nicht zu beherrschen, aber so weit zu lernen, dass du auf Augenhöhe kommunizieren kannst. Und da gehört gerade das Finance-Thema dann, was ja für Vertriebler erstmal, ja, wir wollen verkaufen, wir wollen einen guten Preis machen, gute Marge, aber was verbirgt sich dahinter und wie wirkt das dann alles weiter im Unternehmen und bis unterm Schlussstrich beim EBIT? Ja, und das war sowas, da wäre ich jetzt von alleine vielleicht nicht direkt drauf gekommen. Mhm. Da war ich sehr dankbar und habe dann auch wirklich ein ganz tolles Seminar mitmachen dürfen beim Dr. Markus Disselkamp. Hatten wir auch schon mal im Podcast. Ganz toller Typ. Ist das jetzt Werbung? Nein, das ist eine Referenz. Eine positive Referenz für eine Person. Ich habe nämlich wieder einen Lehrgang gemacht. Ich glaube, wir müssen das kennzeichnen, Werbung, aber es gibt auch noch andere coole Anbieter.
Es gibt super, so eine Menge von geilen Coaches. Da ist er einer davon. Aber nein, das war total gut. Also 4 Tage intensiv Workshop und danach ist mir das alles so viel leichter gefallen. Ja, wenn die dann erzählt haben von Kalkulation, Bilanz und Pipapo und ich konnte auf einmal das alles verstehen und konnte vor allem auch Input geben, ja, aus der Sales-Richtung sehe ich das aber anders, weil, und wir müssen vielleicht dort nochmal zusammen erstmal drüber reden, ne? Weil ansonsten wirst du dazu Sachen auch vergewaltigt, jetzt im Sales-Management, die eigentlich gar nicht so sinnvoll sind oft, weil natürlich genauso umgekehrt deine Kolleginnen und Kollegen nicht die Brille des Sales aufhaben und das eigentlich auch mal lernen sollten, zumindest in der Grundausbildung. Ja. Also das war ein kleiner Exkurs, aber das war für mich so eins der Beispiele, wo ich gesagt habe, vielen Dank, dass ich einen geilen Chef hatte, Dr. Thomas Fehn, by the way, ist jetzt bei Trumpf, der das erkannt hat direkt und mir das auch so direkt einfach gesagt hat, machst du, ob du willst oder nicht, das ist jetzt gut für dich. Und da gab es dann immer mal wieder weniger, also es gibt ja nicht so viel dann zu tun, aber außerhalb des Sales jetzt, aber das war unheimlich wertvoll für mich. Neben den ganzen Sachen. Gab es bei dir auch so einen Gamechanger, Björn? Also hattest du auch so einen? Ja, hatte ich tatsächlich. Das ist mein wirklich letzter Teamleiter gewesen, der Fabian Carsten. Der hat mir irgendwann mal erzählt, das war ihm gar nicht so bewusst, dass es so ist, was sehr schön ist. Dann liebe Grüße. Ja, genau richtig an dieser Stelle. Ich weiß auch, dass er sich das garantiert anhören wird irgendwann mal. Das Spannende ist, Fabian hat eine Sache gemacht, die komplett anders war als alles und die für mich immer ein Punkt war, der mich abgehalten hat davon. Was mir immer abgegangen ist im Sales, ist, wir sind sehr KPI-driven. Wir sind immer sehr zahlenbestimmt gewesen, immer, in meiner gesamten Laufbahn. Und ich habe immer gedacht, ich würde gerne auch noch viel mehr den Menschen, also den Sales-Menschen in den Mittelpunkt stellen des Ganzen. Und Fabian ist der Erste gewesen, der das gemacht hat in meiner ganzen Geschichte, der sich jeden von uns angeguckt hat, der sich die Geschichte von jedem von uns angeguckt hat und der das sehr dezidiert mit eingebaut hat in Planung, in Gespräche, in den Umgang miteinander. Und das ist was gewesen, wo ich am Anfang gedacht habe, boah, der ist ja überhaupt nicht Zahlen, ne, getrieben. Und im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, das ist genau das, das war so dieses, mir ging das Herz auf, das klingt immer so doof, aber das war genau das, wo ich gedacht habe, so will ich Führung machen. Und dieses einfach mit den Menschen reden. Ich mache euch mal ein Beispiel. Stellt euch mal vor, ein Mitarbeiter von euch oder ein Kollege hat irgendwann mal eine richtig schwere private Zeit. Egal was, ein Trauerfall, keine Ahnung, was eine Trennung, was weiß ich nicht, was alles. So, und jetzt sitzt ihr da im Sales und seid sehr zahlengetrieben. Und ihr wisst beide jetzt, was kommen wird. Dieser Mitarbeiter wird wahrscheinlich in irgendeiner nächsten Zeit seine Zahlen nicht erreichen. Ziemlich sicher sogar, weil der einfach gerade ganz andere Themen für sich hat. Das ist bei jemandem, das klingt viel härter, als es eigentlich klingen soll, bei jemandem, der ein Stück Holz bearbeitet, ist das was anderes im Output als für uns so. Und ich habe immer überlegt, Mensch, wie gehst du damit denn eigentlich um? Und Fabian ist der Erste gewesen, der mir gezeigt hat, dass man mit solchen Dingen umgehen kann, nämlich indem man darüber redet. Und indem man eine Kultur schafft, in der Mitarbeitende wissen, dass sie keine Angst haben müssen, über diese Themen zu sprechen. Das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem was erwarten kann als Führungskraft, weil ich muss das Ganze ja auch nach oben und nach unten wieder vermitteln. Aber trotzdem steht für mich an diesem Punkt immer mein Mitarbeiter an erster Stelle, noch vor jeder Zahl. Und ich bin jederzeit gewillt, das Warum auch nach oben weiter zu verkaufen. Und das war für mich mein absoluter Gamechanger. Und ich war sehr dankbar, als ich meinen jetzigen CEO kennengelernt habe. Und das Erste, was wir uns irgendwie in die Hand versprochen haben, war keine Zeit für Arschlöcher. Und weil wir ticken da einfach beide komplett ähnlich. Und wir wissen beide sehr genau, dass wir mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen aus jung, alt, Mann, Frau, divers, keine Ahnung, was alles mit dabei ist, irgendwie unser Sales-Team zusammenstellen wollen und müssen zukünftig, wenn wir langfristig arbeiten wollen. Und das war für mich ganz wichtig. Gehst du mit der Aussage, dass wir als Führungskräfte eigentlich die unwichtigste Person sind, im Sinne von,
wenn ich privat was habe, keine Ahnung, ich bin jetzt schwanger, so, und das ist eigentlich egal, weil ich ja trotzdem vorne diejenige sein muss, die vor, also fordern ist auch das blöde Wort, aber meine Aufgabe ist es ja zu motivieren und die anderen mitzureißen und halt Stärke zu zeigen. Klar, auch mal zu sagen, mir geht's gerade nicht so gut, aber eigentlich tatsächlich in der Situation, wenn ich einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin habe, die in so einem Punkt ist, eher zu sagen, okay, mein Thema zurückstellen, denn jetzt geht es erstmal darum, diese Person zu covern. Also, weißt du, was ich meine? Also, ja. Das ist ja auch was, das ist ja, muss man ja wissen, das ist ja scheiße anstrengend. Man ist ja nicht auf einmal am großen Tisch, das dachte ich am Anfang auch, ey, ich sitze jetzt am großen Tisch und ich habe das dicke Auto und ab jetzt rollen mir alle den roten Teppich auf Pustekuchen. Das ist ja scheiße anstrengend. Ja. Und nichts mit roten Teppich. Ist es so? Ja, unterschreibe ich zu 100%. Es kommt ein kleines Aber. Ich glaube, den einen Punkt, den du gerade sagtest, motivieren und Vortänzer und solche Geschichten. Ich sehe mich als Führungskraft nicht als den an, der jeden Tag meine Kollegen motivieren muss. Das ist was ich ihnen, ich sehe mich als den, der ihnen beibringen kann, wie sie sich selbst motivieren. Das ist meine Vorstellung von Führung. Ich sehe mich, weil ich bin, glaube ich, gar nicht in der Lage dazu, sie jeden Tag zu motivieren, gute Leistung zu bringen. Das muss jeder für sich, das muss was sein, was aus dir selber kommt. Meine Aufgabe ist, dich darin besser zu machen, egal worum es geht. Und das ist das, wo ich wie ich Führung einfach auch sehe. Ich bin nicht wichtig, ich bin da voll dabei, ich bin der unwichtigste Mensch in dem Moment. Voll. Weil es gibt so viele Themen abseits von 8 Stunden Arbeit oder egal wie viele Stunden es sind, die viel wichtiger sind. Und in dem Moment bin auch ich unwichtig. Und das geht zum Beispiel damit einher, dass ich kein Problem damit habe, dass gute Sales-Leute mehr verdienen als ich. Das ist ja auch so ein Punkt, wo Leute sagen, boah, wieso, du bist doch kein Sales, du musst doch mehr verdienen als dein Sales. Nein, um Gottes Willen, ich möchte, dass meine Sales mehr verdienen. Weil dann geht es uns gut als Unternehmen. Und dann habe auch ich als Head of Sales trotzdem genug verdient. Alles prima, habe ich überhaupt keinen Vertrag mehr. Und das ist so ein wichtiger Punkt, den du gerade sagst. Wir sind nicht die wichtigsten Menschen im Unternehmen. Aber wenn es dich selbst erwischt in der Richtung, das haben wir ja genauso wie die Mitarbeitenden mal so eine Phase. Mhm. Ich finde das dann trotzdem sehr schwierig für mich auch, weil du, ich sag mal, du hast dieselbe Situation nach oben, das ist noch okay, finde ich, ja. Also da gehört auch die offene Kommunikation dazu, ne, dass dein Chef oder deine Chefin einfach dich dann auch genauso an die Hand nimmt und sagt, okay, alles klar, bist jetzt eine Woche quasi undercover und ich habe es verstanden, kein Thema. Aber nach unten, glaube ich, ist es auch sinnvoll, ja, da ein bisschen auf Augenhöhe zu kommen und es durchaus auch mal, ja, zu kommunizieren, ja, damit voll. Auch dort das Verständnis da ist. Fällt aber, glaube ich, den meisten doch sehr schwer, oder? Wie machst du das? Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, das ist was, sich selber auch mal zu öffnen und mal die Hosen runterzulassen und zu sagen, hey Leute, gerade geht's nicht. Ich habe eine gesundheitliche Vorgeschichte. Ich habe schon in jungen Jahren 2 Herzinfarkte gehabt und gehe da sehr offen mit um. Ich habe mit 41 meinen ersten Herzinfarkt gehabt, mit 46 meinen zweiten. Und ich kommuniziere das sehr offen. Und ich kommuniziere auch sehr offen, wann ich Grenzen erreiche, weil ich sie einfach kenne mittlerweile. Und ich kommuniziere sehr offen, wann ich Zeit für mich brauche. Und auch das ist Teil meines Führungsstils einfach auch geworden, unseren Leuten das beizubringen, dass sie sagen, wann was ist. Und das betrifft mich natürlich ganz genauso wie alle anderen Unternehmen. Das betrifft auch zum Beispiel unseren CEO. Ich erwarte von ihm, dass er mir sagt, ey, mir geht's gerade nicht so gut, ich brauche mal eine Woche jetzt Auszeit. So, der ist letztes Jahr im Sommer Papa geworden und ich weiß, in der ersten Zeit, das war extrem viel. Da war der raus erstmal so und musste, glaube ich, sich selber erstmal mit dieser ganzen Geschichte einspielen und eingrooven. Und wir haben letztes Jahr, als ich angefangen habe, das ist mein Lieblingsbeispiel, als ich angefangen habe, haben wir in den ersten 3 Monaten, haben wir zu zweit 3 Messen gemacht, er und ich. Und wir sind von der 3. Messe damals noch, bin ich mit massiv angeschlagen und was weiß ich nicht, was alles zurück und er auch. Und wir haben uns beide keine Auszeit gegönnt, weil wir gedacht haben, okay, wir haben jetzt angefangen, Sales hier zu starten, wir müssen das Ding nach vorne bringen und sind irgendwann alle beide auch deutlich, glaube ich, über Grenzen gegangen. Und das war für uns auch ein Learning, zu sagen, okay, hey, stopp,
egal wo, egal welche Position du bei uns hast, du hast bei uns immer die Möglichkeit zu sagen, ich brauche jetzt gerade mal ein Stück weit eine Pause, weil das einfach wichtig ist. Und nur dann, das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, können alle anschließend wieder auch gute Leistungen bringen. Ja. Weil tue ich das nicht, verheizt sich jeden, egal in welcher Position er ist, von oben bis unten. Das dauert nicht lange, das machst du ein halbes Jahr mit und dann bist du körperlich komplett durch und dann war's das. In meiner perfekten Welt kann ich das vorleben. Ich weiß, dass ich das nicht oft schaffe und tatsächlich, das ist dann auch wieder so erstaunlich, wenn das Team anfängt, dir selber einen Spiegel vorzuhalten, ne? Und sagt so, Anni, ich glaube, es ist ein bisschen viel. So, ich schaff das ja, doch. Ja, ja, ja. Ja, aber. Und das ist ja auch cool, wenn die sich trauen, dann, also was heißt trauen, ist auch wieder das falsche Wort, aber wenn das Vertrauensverhältnis und die Augenhöhe so geschaffen ist, dass dann einfach auch von Menschen, die für einen arbeiten oder genau, dann sagen, ich glaube, du brauchst mal eine Pause. Was kann ich dir abnehmen? Also es ist ja mega cool dann, ne? Dass das dann so kommt. Ja. Ja. Und jetzt, wie lernst du so etwas? Wie lernst du als Führungskraft? Wie lernst du so etwas zu kommunizieren? Wie lernst du dich dahingehend zu entwickeln, dass du Menschen dahingehend entwickeln kannst, dass sie so zu dir werden? Ich glaube, das hat ganz viel mit dir als Persönlichkeit zu tun. Ja, aber auch zu wissen, dass man daran arbeiten muss. Wenn mein Ego lange daran, also wirklich, heute tappe ich mich manchmal noch dabei, ich war immer die Beste. Ich habe immer alle meine Ziele erreicht. So, das heißt, ich war immer, hatte immer meinen Scheinwerfer irgendwie an. Eigentlich hasse ich das, bin sehr introvertiert privat, aber im Vertrieb brauche ich das. So, dass man auch mal sagt, ja, Anni, geil. So. Und das zu lernen, dass ich nicht mehr die Beste sein kann, kann ich ja gar nicht mehr, weil ich habe einfach andere Aufgaben, um meine Kunden loszulassen. Oh ja. Wow. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Nächte ich geheult habe. Aber wirklich, was ich irgendwann einfach auch gesagt, also das zu checken, und da brauchte ich halt auch jemanden, der mir das immer wieder sagt und mir die Erlaubnis dafür gibt. Also wie absurd es klingt, die Erlaubnis zu geben, nicht mehr die Beste sein zu müssen, weil meine Aufgaben einfach andere sind. Ja. Ich bin ein großer Freund von Leading by Example und im Startup. Und wenn du Sales aufbaust, darfst du ja zum Glück noch sehr viel mitgestalten. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte das eigentlich auch, weil ich will diesen Kontakt zur Basis, zu Kunden und zu dem, was die Herausforderungen sind, einfach auch nicht verlieren. Solange wie wir kein großes Team sind, solange wird das immer ein Teil meines Jobs sein. Ich weiß, dass der Tag irgendwann kommen wird, wo es nicht mehr geht. Er steht mir bevor. Ich kann das voll und ganz nachvollziehen, was du sagst. Ich fühle das total, weil ich einfach auch das große Glück habe, mit Kunden zu tun zu haben, die einfach super cool und super nett sind. Und das wird mir schon fehlen. Ich werde immer zum Beispiel mitfahren auf Messen. Ich brauche das. Ich brauche den Kontakt mit unseren Kunden. Ich muss das haben. Ich muss hören. Ich muss selber hören. Ich muss das selber fühlen. Ich muss mir selber auch mal eine blutige Nase abholen. Wir machen nächste Woche zum Beispiel eine Kaltakquise-Challenge. Natürlich bin ich dabei. Und natürlich sitze ich jeden Tag genauso lange am Telefon wie die. Das ist einfach leading by example. Ich bin da ein Riesenfreund von. Nur so kann ich ja auch rausfinden, ob das, was ich Ihnen erzähle, wirklich funktioniert. Der nächste Punkt, ne? Ich kann Ihnen ja alles erzählen, so von wegen, ja, ne? Wir kennen das, wir Älteren, ja, wir haben da jede Menge Erfahrung mit, das machen wir schon seit zig Jahren so, das funktioniert. Nee, funktioniert nicht. Das ist genau der Punkt. Und ich glaube, gerade da musst du einfach ran und musst den Leuten zeigen, hey, ich zeig dir mal, das funktioniert wirklich. Und es ist grundsätzlich auch sicher verkehrt, wenn man meint, man muss sich jetzt komplett frei machen von Kundenkontakten. Ja. Eben diesen Bezug wirklich zur Basis, zur Praxis, den sollte man nie hergeben und aufgeben. Das kann ich auch jeder Führungskraft nur wärmstens empfehlen. Ja. Man muss aber sehr gut hinschauen, mit welchen Kunden umgibt man sich noch, ne? Und auch vielleicht wechselt das ja auch von der lokalen Betreuung irgendwo zu einem globalen Key-Account-Management. Ne? Also ich mache das für mich so, ich kümmere mich um die wichtigsten Kunden, die wir global haben, aber dann wirklich auf dem hohen Level auch, wo ich dann natürlich auch entsprechend Themen habe, die dann eine Relevanz haben, wo ich mich auch gut einbringen kann, aber wo ich eben genau die täglichen Probleme, die dann so im Feld alle auftauchen und die Herausforderungen und der ganze Change, der ja auch stattfindet, auf keinen Fall verpasse. Das wäre ja sträflich. Ja, bin ich voll dabei. Das sehe ich genauso. Also ich glaube, das ist auch so mein Ziel, da hinzukommen. Im Moment ist es aber einfach wirklich nur so, ich habe da einfach auch Lust drauf. Ne? Das ist so, mach her. Passt doch. Von groß bis klein alles dabei.
kommt ja auch immer darauf an, wie groß dann das Team ist, ne? Und in welcher Stage das Unternehmen gerade ist. Ja. Ja, genau, das denke ich auch. Das, ja. Ja. Ich muss immer über mich selber lachen, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. Krass. Ja, ja, kann ich, wie gesagt, ich fühle das total, weil das sind so diese Momente, wo du, glaube ich, auch für dich selber einfach klarkriegen musst, okay, ist das jetzt auch mein Weg? Ne? Bin gespannt, was Andi in 10 Jahren sagt. Ja, das glaube ich, da bin ich auch sehr gespannt. Wir können einfach nochmal, kannst du schon mal einen Termin einstellen? Lass uns mal am 17. Mai 2034 treffen und dann schauen wir mal, wir zwei kurz vor Verrentung. Deal. Und, Deal. Genau, ja, genau, gerne. Ja, genau. Wir zwei kurz vor Verrentung und Andi sitzt da und denkt sich so, ach Jungs, ihr hattet doch nicht ganz so Unrecht. Ja. War eine schöne Zeit mit euch, aber ja. Jetzt kommen die Nächsten. Genau, ja. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, weil ich glaube, Vertrieb entwickelt sich gerade tatsächlich rasant, wie du es am Anfang gesagt hast. Und wenn wir Älteren einfach nur offen sind und offen bleiben, ne, für diese Veränderung, ich glaube, dann hast du auch gar kein Problem mitzukommen. Also, ne, so das ist das, wo ich immer denke, so, okay, ja, wir haben ganz viele Dinge früher ganz anders gemacht. Es gibt aber ganz viele Dinge, die immer noch funktionieren, auch wenn ganz viele Leute da keine Lust drauf haben. Ne? Das ist mein Lieblingsthema, Kaltakquise. Ich habe gerade Themenwochen, die ist bei LinkedIn dazu. Die Leute erzählen mir, ich kriege am Tag 5.000, keine Ahnung, Angebote, wie man das ohne Kaltakquise auch machen kann. Kann ich dir sagen, funktioniert bei uns in unserer Zielgruppe gar nicht. Ich muss das Telefon in die Hand nehmen. Und Leute dafür zu begeistern, dass sie da Bock drauf haben, übrigens finde ich eine der größten Herausforderungen überhaupt. Gerade junge Sales-Leute dafür zu begeistern, zu sagen, ey, was kann mir denn passieren? Einer, der vorher nicht mein Kunde ist, ist hinterher nicht mein Kunde, kostet mich einen Anruf. Ich glaube, dass es tatsächlich ich habe das, glaube ich, auch schon in einigen Podcast-Folgen erzählt, also in der Zeit habe ich es gehasst, ne? Rückblickend, was das Beste, was mir passieren konnte. Also ich hatte das Glück, Vertrieb in einem Vertriebstrainingsunternehmen zu lernen. Und das ist absurd. Ich habe im Schneesturm, bin ich in Hamburg durch die Bürostadt gelaufen. Ich weiß mal, Gewerbegebiet nennt man es, glaube ich. Und musste die Klingelschilder, anhand der Klingelschilder dann abschreiben und bin halt in die Empfangsräume gegangen und habe halt gesagt, hier, ich möchte mit dem und dem sprechen. Ne? Und habe dann danach auch Kaltakquise telefoniert. Und also wirklich Hardcore-Kaltakquise. Und durfte offline, also Trainings verkaufen, was einfach auch egal, ich habe es geschafft und habe meine ersten Erfahrungen auf Messen mit Promo gemacht, also wirklich so richtig kalt und blödsinnige Sachen teilweise auch irgendwelche Abos und so. Was ich sagen will ist, ich kenne diesen Weg und sehe aber auch, was es für coole Komfortzonen gibt, sich jetzt dabei, sich zu verstecken, das nicht zu machen, weil das ja super anstrengend. Es tut weh, wenn man ein Nein kriegt. Und zu der Zeit war mir das egal, das Nein, weil ich mit dem Produkt mich überhaupt nicht identifiziert habe. Jetzt, wenn ich Vertrieb mache, ist es mittlerweile mein eigenes Unternehmen. Und vorher waren es immer Produkte, in die ich komplett verliebt war. Sonst hätte ich das nicht, also meine Leidenschaft war da. Das hat mir richtig weh, wenn jemand Nein sagt. Das fühlt sich an, wie wenn jemand zu mir Nein sagt. Und deswegen ertappe ich mich auch manchmal dabei, dass ich mich in dieser Komfortzone verstecke. Ne? Und dass es mir schwerfällt, in die Kaltakquise zu gehen. Das heißt, wie motivierst du? Was kann ich mir da abgucken? Vorbild. Es ist genau das, was ich gerade eben sagte. Ich setze mich selber mit hin und mache es. Das ist die ganz einfache Geschichte. Weil ich ihnen zeigen kann damit, dass es erfolgreich ist. Und wir wissen, also wir machen das jetzt schon, wir sind zwar immer noch wie ein Startup unterwegs, obwohl es uns schon seit 7 Jahren gibt, am Markt etabliert auch schon mit einer mittleren dreistelligen Kundenzahl, alles gut soweit, das passt auch. Wir sind halt komplett bootstrapped, ohne Investor mit dabei, wir wachsen organisch. Und da musst du einfach bestimmte Dinge selber mitmachen. Und wir haben herausgefunden, dass all das ganze Online-Marketing, SEO-Marketing, unser Thema ist Mitarbeiterkommunikation, ist ein Thema, was keine Sau interessiert, da ruft, googelt niemand nach. Wenn du da mal bei Google Trends guckst, das ist für Leute, obwohl es ein ganz wichtiges Thema ist, für Leute ein komplett unwichtiges. Heißt, ich habe nicht mal ein Value Brand, ich muss also aktiv auf Menschen zugehen und auf Unternehmen zugehen. Und wenn ich aktiv auf Menschen zugehen muss, dann ist das Telefon und dann sind Messen für uns der stärkste Kanal, alles beides. Meine Wiener Kolleginnen haben gestern zum Beispiel beide, fand ich super spannend, eine Kaltakquise-Tour durch Wien gemacht. Die sind,
kalt in diverse Hotels rein, weil das ist eine unserer Hauptzielgruppe, haben sich vorgestellt, hey, hier sind wir, wie sieht's denn aus, habt ihr schon eine Lösung für eure Kommunikation? Und was war's? Sie haben es tatsächlich geschafft, direkt kalt bei einem Wiener Hotel, einer Hotelgruppe mit 6 Hotels oder sowas, direkt gleich einen Demo-Termin im Nachgang zu buchen. Den haben die anderen, so, also das zeigt, die ganze Axt ist funktioniert. Genau das Gleiche ist, die sitzen, wenn wir 3 Stunden telefonieren, normalerweise schaffst du locker 2 Demo-Termine zu buchen. So, und wenn ich 3 Stunden telefoniere und 2 Demo-Termine buche, das Ganze an 3 Tagen in der Woche mache, dann habe ich 6 Demo-Termine in der Woche, mal 4, dann bin ich bei 24 Demo-Terminen im Monat. Wir haben eine Conversion Rate von 30%. Heißt, ich erreiche immer meine Ziele. Super easy. So, und das kann ich aber nur den Leuten beibringen, indem ich es ihnen vormache, dass es funktioniert und mich einfach auch mal hinstelle. Ich habe zum Beispiel mich hingestellt und habe in der Cold Call Klinik von den SDRs of Germany einfach mal ganz stumpf unseren Cold Call gemacht, um zu zeigen, dass es funktioniert vor ein paar hundert Leuten. Die haben alle Eier. Niemand mehr im Team kann sagen, das funktioniert nicht. Vielleicht. Also vielleicht, sorry, dass ich das jetzt so salopp gesagt habe, so auf die Welt. Schorsch hat gerade Bausteine gestaunt. Ne? Also sag mal, Bauklötze. Ja, ich und meine Sprichwörter. Klotzen und ich kleckern hier. Oh, liebe Grüße an der Stelle an Matthias und Co. Denn das, was die machen, also das beeindruckt mich immer wieder, deswegen sage ich, die haben wirklich alle Eier. Allein schon wieder der Name. Cold Call Clinic. Ja, das gibt es aber auch. Roast Your Pitch zum Beispiel. Ne? Also jetzt machen wir Werbung, aber berechtigterweise, denn das, was da passiert ist, dass sich Menschen, und das kann sich unser einer echt eine Scheibe von abschneiden, wo wir beim Thema Ego sind, ne? Hinstellen und einfach einen Cold Call machen, wo 200, 300 Menschen zuhören, zugucken und das ja auch einfach voll in die Hose gehen kann und hinterher von all diesen Personen Feedback bekommen. Ne, auf der einen Seite hochmotivieren, ne, und auf der anderen Seite aber auch wirklich, man braucht dafür Eier. Und das Gleiche ist auch mit Pitch-E-Mails, ne, was ich da schon rausgezogen habe. Und ich finde, also ich traue mich nicht, die Sache dahin zu schicken, weil ich denke so, was ist das hier mit meinem, vielleicht muss ich es einfach mal machen, aber was ist das mit meiner Reputation und überhaupt, ne? Also richtig cooles Ding und auch Hut ab an alle, die sich trauen, dann da sich auch wirklich zu challengen. Ja, definitiv. Und Hut ab. Danke. Genau. Und Björn, wie können unsere Zuhörenden, jetzt haben sie so viel Blut geleckt gerade, wie geht Cold Call, muss ich auch in die Klinik, wie können sie in deine Klinik kommen? Wie können sie dich erreichen? Wie sie mich erreichen können? Also grundsätzlich kriegst du mich ja immer über LinkedIn, das ist halt der Punkt. Da bin ich relativ aktiv. Was ich euch schon sagen kann, ab September könnt ihr auch mich im Podcast hören. Das hat uns der Artist Circus beschert. Ich freue mich sehr drauf, wenn es losgeht. Ich habe da eine kongeniale Partnerin für einen Podcast gefunden und ich kann euch jetzt schon sagen, es wird Sales-Content, der auch mal Hour wird, weil wir nicht um den heißen Brei herumreden werden, sondern weil wir das sehr ungefiltert, so heißt auch der Podcast dann, uns vornehmen werden. Genügend Pitch. Eigene Werbung gemacht, genau. Pitch Ende, genau, richtig. Ja, genau. Ansonsten Cold Calling. Leute, ganz ehrlich, aber meldet euch einfach mal bei mir, schickt mir euer Skript und ich bin dafür alles offen. Insofern, lasst uns das auch gerne teilen. Unsere Challenge übrigens nächste Woche, unsere Team-Challenge nächste Woche ist auch offen für Externe. Ich habe auch schon 2 Anmeldungen von Externen mit dabei. Ich mache mit. Ja, dann brauche ich bis heute Mittag um 12 Uhr dein Skript und nächste Woche Dienstag bis Freitag jeden Tag von 9 bis 12 wird telefoniert. Um 12 Uhr gibt's den Call, wo wir uns austauschen, wo wir Fails und Wins besprechen und Do's und Don'ts daraus nehmen. So läuft das Ganze. Also es ist wirklich sehr strukturiert und sehr organisiert. Das mit dem Skript bis 12 schaffe ich nicht. Aber bis morgen um 12. Ja, das reicht, alles klar. Das ist nämlich dabei. Schon 9 für alle, die zuhören. Und ich habe gleich einen Kundencall. Ja, nein, klar, sehr gerne. Schick's mir gerne einmal mit. Wir teilen das, wie gesagt. Wir teilen auch unsere Erfolge am Wochenende damit und halten wirklich mal auf dem Laufenden, wie gut es war und was wirklich gut funktioniert hat und was nicht gut funktioniert hat auch. Gerade das werden wir sehr intensiv, glaube ich, teilen. Okay, alle Zuhörer, ihr werdet also bei Ende. Ja, also alle zuhörenden Vertriebsverantwortliche, die ein Team haben, was vielleicht auch besteht aus dem einen oder anderen aggressiven Warten am Telefon, bis der Kunde anruft,
Nehmt Kontakt auf mit Björn, ja, er hat den Erste-Hilfe-Koffer dabei. Aber jetzt ist Björn auch noch Vertriebstrainer, ja. Ja. Wir nehmen dann, ich möchte keine Werbung machen, aber ja, ich fange da gerade mit an. Nee, wir nehmen dann Provision, beziehungsweise muss dann von der Partner verbannt werden. Okay, cool, dass du da warst, cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke euch für die Einladung. Und wir sehen uns, wir bleiben verbunden. Du bist ja im Verbandmitglied. Zum Kongress schaffst du es leider nicht, hast du gesagt, ne? Nein, kriege ich leider gar nicht hin, terminlich. Wie gesagt, die eine von zahlreichen Kundenveranstaltungen. Insofern, ja. Okay, wir aber machen 2025. 2025. Okay. Ja, auf jeden Fall. Dann, ja, fest dann einplanen. Fest jetzt eingeplant, schon. Auf jeden Fall, genau richtig. Und ich hoffe auf die nächsten Düsseldorfer Lokalveranstaltungen. Da werde ich mich dann auch mal wieder sehen lassen. Sehr dann. Cool. Tschüss. Also, tschüss, Björn. Tschüss. Wie hat euch diese Folge gefallen? Gebt uns gerne euer Feedback und Fragen über die Podcast-Plattform oder LinkedIn. Seid ihr bereits Mitglied im Verband? So oder so, schaut doch gerne mal vorbei unter www.dievertriebsmanager.de. Tschüss, Anni und Schorsch. And shake up the boundaries of life. I just wanna meet who meets my expenses. I'm ready for the big surprise. Just